Das müssen wir wissen. Die Kraft Gottes ist der Heilige Geist. Und wir haben diesen Heiligen Geist in uns durch die Taufe, durch die Firmung, durch die Heilige Kommunion, durch die Eucharistie. Aber diese Kraft Gottes müssen wir immer wieder aktivieren. Romans 8:11 says. In Römer 8, das Kapitel, Vers 11, da steht: If the Spirit of God who raised Jesus Christ from the dead dwells in you, he who raised Jesus from the dead also will give new life to your mortal bodies by the Spirit dwelling within you. Wenn der Geist Gottes dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen. Amen. Durch seinen Geist, der in euch wohnt. Halleluja. Amen. That is the power of a Christian. Das ist die Kraft eines Christen. If the Spirit of God who raised Jesus from the dead dwells in you. Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat. See the power. Seht diese Kraft. That is in us. Diese Kraft ist in uns. If that power generated in us, if that power is activated in us, you cannot sit. Wenn diese Kraft in uns am Werk ist, dann können wir nicht sitzen bleiben. That same Spirit will transform us, renew us, deliver us, heal us. Diese Kraft, die wird uns erneuern, sie wird uns umwandeln, sie wird uns heilen. That is the power which we need for evangelization. Und das ist die Kraft, die wir brauchen für die Evangelisation. Word of God and the power of God. Das Wort Gottes und die Kraft Gottes. Let us thank God. Lasst uns Gott danken. That let us pray. Lasst uns beten. That through daily prayer, daily Bible, we must generate this power and let this power flow to the whole world. Durch das tägliche persönliche Gebet, durch das tägliche Lesen und Betrachten der Heiligen Schrift müssen wir diese Kraft in unserem Inneren aktivieren. Wir müssen sie in Gang setzen, dass sie durch uns in die ganze Welt hineinkommt. Through our prayer, through our proclamation. Durch unsere Gebete, durch unsere Verkündigung. It should enlighten the mankind. It should spread to the whole mankind. Es soll die ganze Menschheit erleuchten. Es soll sich auf die ganze Menschheit ausbreiten. Through radio, through television. Durch das Radio, durch das Fernsehen. Through Internet, YouTube. Durch das Internet, durch YouTube. We unite all together now. Wir verschließen uns jetzt alle zusammen in Einheit. So that this power should transmit the world into dass the world. Diese Kraft wirklich in die ganze Welt übertragen wird. As we sing this song, let us wish and pray that this power generate in us. Like David, it should fly stones into many Goliaths in the world. Und wenn wir jetzt dieses Lied singen, dann lasst uns beten, dass diese Kraft durch uns in die ganze Welt hineingeworfen wird, wie die Steine von Goliath. Halleluja. Von David. Let us stand up and pray. Lasst uns aufstehen und praise Jesus. Let all the darknesses of powers against evangelization be destroyed in the name of Jesus. Let the power of God flow into every heart. Lass die Kraft Gottes fließen in jedes Herz. Jetzt, Herr.
Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Bless every word. Bless everybody, Lord. Bless all those who are listening to us. We pray for the whole world. May the power of darkness be expelled through the power of the word of God. Kraft der Dunkelheit vertrieben werden durch die Kraft des Wortes Gottes. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Let this new evangelization spread into the world. Lass diese neue Evangelisation sich verbreiten in der ganzen Welt. Let every children's heart be filled with the power of the Holy Spirit and the power of the Word of God. Erfülle die Herzen besonders der Kinder mit der Kraft Gottes und mit der Kraft des Heiligen Geistes. O Holy Spirit. O Heiliger Geist. May your word touch the heart of the people. Möge dein Herz, die Herzen, dein Wort, die Herzen der Menschen berühren. Let everybody feel there is a need of spiritual food for their soul and for their children's soul. Dass die Menschheit erfährt, dass wir wirklich geistliche Nahrung brauchen, gerade auch für unsere Kinder, dass sie geistliche Nahrung brauchen. Oh, we pray for 3L TV and Jesus Wonder Kinder TV. Wir beten für 3L TV, den Sender, und für das Kinderprogramm. Kinder TV. Für das Kinderfernsehen. Bless these projects, Lord. Herr, segne diese Projekte. That everybody may use this television channel. Dass auch von Gebrauch gemacht wird von diesen neuen Fernsehsendern. May this transform the whole children over the world. Mögen diese Sendungen alle Kinderherzen auf der ganzen Welt umformen. Bless all children. Segne alle Kinder, Herr. Bless all families. Segne alle Familien, Herr. Give us a new generation of faith. Wir brauchen eine neue Generation. A new spring. Einen neuen Frühling. A new spring in Europe. Einen neuen Frühling in Europa. We believe you will hear our prayer. Herr, wir glauben, dass du unsere Gebete hörst. We believe the power of God will spread into the world. Wir glauben, dass die Kraft Gottes sich in dieser Welt neu ausbreitet. We believe, Lord. Wir glauben, Herr. We believe, Lord. Wir glauben, Herr. Oh, Jesus, you said it. Jesus, du hast es gesagt. If you believe and say, the mountains will move. Du hast gesagt, wenn wir glauben, dann werden sich die Berge bewegen. We believe. Wir glauben, and Herr. We say, wir sagen, may the mountain of darkness move now. Berge der Dunkelheit, sie mögen sich bewegen. From every heart of the mankind. Von allen Herzen der Menschheit. May the mountain of ignorance leave. Mögen die Berge der Ignoranz, der Gleichgültigkeit. May every human being is filled with the wisdom and light of God. Möge jeder Mensch erfüllt werden von der Weisheit Gottes. Bless everybody. Segne jeden. Bless every person. Segne jeden, Herr. We believe. Wir glauben. As we pray this, our heart will be transformed. From our heart, it will jump into the heart of the whole humanity. Wir glauben, Herr, dass das, was wir beten, von unseren Herzen überspringt auf die Herzen der ganzen Menschheit. We are the light of the world. Wir sind das Licht der Welt. This light will shine in the darkness. Dieses Licht, es wird in der Dunkelheit scheinen. And darkness cannot overcome it. Und die Dunkelheit kann es nicht besiegen. We believe, Lord. Wir glauben, Herr. Move the mountain. Herr, bewege diese Berge. Move the mountain of darkness. Bewege diese Berge der Finsternis. Move the mountain of ignorance. Bewege diese Berge der Finsternis. With everybody with the God's wisdom. Erfülle jeden mit der Weisheit Gottes. With everybody, fill everybody with the word of God. Erfülle jeden mit dem Wort Gottes. Fill everybody with the wisdom of God. Erfülle jeden mit der Weisheit Gottes. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Deliver us from all evil. Befreie uns von allem Übel. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Deliver us from all evil. Befreie uns von allem Übel. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Deliver us from all evil, all darkness. Befreie uns von aller Finsternis, von allem Übel, von allen schlechten Einflüssen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. 10, 10.